wir sind hier im Hotel Forstmeister in Schönheide im Westerzgebirge. Mein Name ist Cornelia Göbel, ich bin Köchin und ausgebildete Kräuterpädagogin. Heute zeige ich Ihnen Blütenknödel, vegetarisch. Das sind hier so meine Zutaten, also vor allen Dingen Blüten. Dann brauchen wir altbackene Semmeln, die habe ich schon mal in Würfel geschnitten. Wir brauchen Eier, Butter, ich mache noch Käse mit rein, kleingeschnittene Zwiebel, Milch und ein bisschen Buttermilch, dann werden sie lockerer. Zuerst setze ich die Milch auf, dass die etwas warm wird und zur gleichen Zeit lasse ich die Butter dann zu schmolzen ist. Dann machen wir die Zwiebel rein. So, kurz glasig anschwitzen. Jetzt ist auch meine Milch soweit. Jetzt übergieße ich die Semmelwürfel mit der Milch. Rühre das Ganze etwas durch. Zwiebeln sind alle soweit. Jetzt mache ich mal noch ein bisschen Buttermilch. Die schütte ich gleich mit hier rein, dass sie ein kleines bisschen mit angewärmt ist. Dann vermengt sich das besser mit den Semmeln. Und dann schütte ich das Ganze noch auf die Semmeln. Verrühre das und lasse es 5 Minuten stehen, dass die Semmeln die Flüssigkeit aufnehmen können. Während die Semmeln durchziehen, werde ich mal unsere Blüten schneiden für unsere Knödel. Ein Potpourri von Blüten. Blüten brauchen Sie nicht waschen. Sie kleben zusammen und Sie müssen bloß aufpassen. Manchmal verstecken sich so kleine Krabbeltiere, dann schütteln Sie die Blumen einfach aus. Ich hack die jetzt einfach grob, damit wir dann auch noch ein bisschen Struktur in den Knödeln haben. Ist nicht herrlich? Dann nehme ich noch einen Frauenmantel mit. Ein bisschen Thymian, Oregano, Lavendel. Hier habe ich noch ein paar hübsche Blüten von Porridge. Nehmen wir die als Deko, da habe ich nicht so viele. Dann machen wir noch die Taglilien. Von allen Kräutern können Sie Blüten verwenden. Die Meinung ist oft, wenn sie blühen, kann man sie nicht mehr essen. Das ist totaler Quatsch. Die Blüten sind sehr intensiv. Und es wäre schade, sie nicht zu verwenden. So, jetzt sind unsere Semmeln durchgezogen. Ich würze die jetzt noch mit Muskat und ein bisschen Salz. Dann mache ich unsere Blüten rein. Sie können auch getrocknete Blüten nehmen. Die habe ich mir im vorigen Jahr gesammelt und getrocknet. Ich sage mal von der Menge mindestens 2 Hände voll. Insgesamt. Und Ringelblütenblüten habe ich auch noch nicht. Die habe ich mir auch getrocknet. Man sieht es hier an meinen. Und die mache ich noch dazu. So, dann hätte ich doch beinahe den Käse vergessen. Den mache ich jetzt noch dazu. Reibekäse. Und die Eier. So, die Werkzeuge des Kochs sind die Hände. Sie müssen nur sauber sein. Also ich habe meine Hände vorher gewaschen. Und ich muss den Teig fühlen, wenn ich das knete. Sie müssen auch gar nicht so sehr viel kneten, weil wenn Sie die so sehr zusammen, ich sage jetzt mal matschen, dann werden die so fein. Und so haben wir, wenn wir die kochen, immer noch ein bisschen Struktur in dem Knödel. Dann sieht man die einzelnen Semmelwürfel noch. Ist das nicht herrlich? Bunt. Das lassen wir noch 5 Minuten ziehen und dann drehen wir die Knödel ab. So, ich habe hier einen Topf mit Wasser, mit etwas Salz. Das Wasser braucht nur leicht sieden, also nicht kochen, sonst fallen uns die Knödel auseinander. Ich befeuchte meine Hände. Die Größe ist egal, wie Sie das mögen. Ich mache so eine mittlere Größe, die haben vielleicht so 100 Gramm. Und dann lege ich die hier ins Wasser. Ist klar, dass die Blüten nur ein bisschen abgehen. Und dann lassen wir die ziehen. Ungefähr, ich sag mal, 15 bis 20 Minuten. Also nicht kochen lassen, sondern nur leicht ziehen lassen. Jetzt sind unsere Knödel gar. Dann richten wir sie an. Geben etwas Butter dazu, Parmesan und dekorieren noch schön mit Blüten. So, das ist unser fertiges Gericht, die Blütenknödel. Wenn Sie keine Blüten haben oder wenn Ihnen das zu kompliziert ist oder Sie einfach nur keine Lust haben zum Kochen, dann kommen Sie zu uns. Wir freuen uns auf Sie. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de